Ja, Mahlzeit. Oder auch einen schönen guten Tag. Ich möchte meinen Senf zum Lego-Katalog für den Januar bis Juni 2022 abgeben. Ich weiß, das ist schon von vielen online, die machen das aber alles so lange. Ich mache das hier ein bisschen knackiger, also von daher legen wir direkt los. Kurzes Inhaltsverzeichnis und dann kommen wir hier erstmal zu Duplo. Duplo ist ja nicht wirklich so meine Sache. Also hier ein paar Tierchen, ja okay, ganz schön teuer dafür, dass man hier nur ein Tier bekommt. Ein Zehner. Für das Tier plus Schwimmring, okay. Aber gut, für einen Wasserspaß geben einige ja gerne Geld aus. Die Duplo-Platte, auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben dann nicht wirklich hier diese... Also ja gut, wir haben hier Steineboxen. Juckt mich jetzt nicht wirklich. Und ansonsten hier so klassische Themen. Bauernhof, Polizei und Feuerwehr kommt noch. Finde ich gut, dass die mit dabei sind. Ansonsten noch ein bisschen Autos, Gedöns und so weiter. Baustelle, ganz, ganz gutes Thema, vor allem für die Altersgruppe. Weiß ich zumindest, dass das die Kinder gerne mögen. Und ansonsten, ja, Züge geht auch klar. Was haben wir hier noch? Ah, okay, wir kommen jetzt hier so langsam zu den Disney-Lizenzen. Und da finde ich eindeutig das hier sehr, sehr cool. Zwar auch ganz schön teuer für 30 Euro, aber die beiden Dinos, das mögen die Kinder auch. Und... ja, gut, Eisprinzessin, das feiern die tatsächlich in dem Alter auch schon. Also von daher, dass es die hier gibt, ist in Ordnung. Ansonsten, ja, hier noch 4 Plus-Sets. Also viel zu überteuert, finde ich. Und ansonsten, oh, hier Spidey. Ich weiß nicht, warum Spider-Man jetzt immer Spidey genannt wird, aber ja, für mich ist es eindeutig Spider-Man. Und... wir kommen zu Lego Classic. Ein Glück gibt es noch die normalen Grundplatten. Für mich ganz, ganz wichtig wegen den großen Grauen. Da möchte ich mir auf jeden Fall zur Not auch noch meinen Vorrat anlegen. Nicht, dass die auf die gleiche Idee kommen wie bei Lego City. Und ja, die Steineboxen, die gefallen mir halt alle nicht wirklich. Irgendwo sind Räder mit drin und transparente Glitzersteine oder sowas. Einfach eine geile Steinebox mit normalen Bricks. Das wär's. Und ja, nochmal... Eisprinzessin, das geht auch für die Alter, also es geht für eigentlich für fast jede Altersgruppe von 3 bis 10 locker, wenn nicht sogar noch über 10 hinaus. Das hier sagt mir gar nichts. Hier steht, das ist, wie heißt denn das? Encanto, Enchanto, keine Ahnung. Und viele andere Prinzessinnen-Themen. Ja, die Kutsche ist ganz nett hier von Cinderella. Ansonsten der Turm hier, ich weiß nicht, warum man Rapunzel macht, aber ohne langen Zopf. Also irgendwie wäre das so für mich der Hauptgrund, das zu kaufen, aber vielleicht übersehe ich es jetzt auch bloß und der Zopf ist noch irgendwie mit dabei, dass man das spielen kann. Auf jeden Fall, wenn da kein Zopf dabei ist, ist das echt lächerlich. Oh, Friends. Wer den Katalog schon mal in der Hand hatte, weiß, dass es sehr viel Friends ist. Und darauf gehe ich jetzt auch nicht ganz so genau ein. Also das Boot hier sieht erstmal lustig aus. Natürlich alles richtig dolle bunt. Kaufhaus, nee, Wohnkomplex, 150 Euro, alter Schwede. Ansonsten aber eigentlich eine gute Idee. Ja, hier Tiersachen, ganz nett. Tiere gehen ja auch immer, wie schon auch bei Duplo erwähnt. Und... ja, dann ich hier Jahrmarkt, das sieht mir nach einem Jahrmarkt aus, kann man machen. Also es ist unglaublich viel Friends. Ansonsten hier noch das Heartlake City Kaufhaus, habe ich ja in meinem Top 5 Lego Sets des Jahres erwähnt. Also des Jahres 2021. Und gut, ein paar Fahrzeuge und so weiter. Die Figuren, die gefallen mir auch nicht, vor allem haben die ja hier auch alle Namen. Da bin ich mit dem Held der Steine einer Meinung, das muss nicht sein, dass die alle einen Namen tragen. Und die Figuren, die gefallen mir halt auch nicht, da müssten es normale Minifiguren sein. Oh, und jetzt kommt Dots, da blättern wir einfach mal ganz schnell weiter. Dots existiert in meiner Wahrnehmung gar nicht. Aber zu Creator 3 in 1, das Riesenrad gefällt mir, bisschen teuer. Und ansonsten aber natürlich eine coole Serie, die aber jetzt nicht unbedingt was für mich ist, weil das meiste, was es hier gibt, das kann man sich auch in irgendeiner Art und Weise in groß kaufen und das ist ja dann eher meine Sache. Ja, hier dann noch das Piratenschiff. Schade, dass es teurer geworden ist. Also 20 Euro teurer ist echt schon heftig.
Ich habe es mir damals noch für 65 Euro gekauft. Ich glaube nicht, dass wir nochmal auf den Preis jetzt kommen werden im freien Handel. Und oh, hier ein paar Neuheiten. Gut, werde ich mir jetzt nicht kaufen. Sieht halt auf den ersten Blick in Ordnung aus. Danach schon, die Minifiguren-Serie. Davon möchte ich mir aber auf jeden Fall das ein oder andere Päckchen holen. Und sollte ich ihn nicht bekommen, werde ich mir diesen Schneeritter hier auf jeden Fall holen. Der gefällt mir eindeutig am besten. Und dann hier noch diese, keine Ahnung, Geisterritterin oder was auch immer. Die finde ich auch cool, wegen dem Schild und dem Schwert halt. Minions habe ich auch gar keinen Bezug zu. Ich weiß ja, einige gucken die Filme auch ganz gerne, auch im Erwachsenenalter. Aber meins ist es gar nicht. Von daher blättere ich da jetzt einfach mal drüber. Ja, und Mario. Also ganz, ganz, ganz schön teuer, finde ich. Das hier sieht zwar ganz interessant aus hier mit dem Geist. Ich denke mal, das ist Buhu. Und ansonsten ja, die ganzen Sets. Ich meine, wenn man das Geld übrig hat, dann haben die Kinder daran schon Freude. Das weiß ich so aus eigener Erfahrung raus, dass die das dann doch ganz cool finden. Das Schiff finde ich cool. Würde ich mir eventuell auch holen, wenn es das mal irgendwie für weniger Geld gibt. Das würde ich mir neben den Fragezeichen-Block stellen. Ansonsten, City. Ja, halt eine normale Stadt. Das schlechte Straßensystem. Und ansonsten kommen wir hier dann noch, ach ja, Polizei haben wir ja noch ein bisschen. Das sieht aber mir alles zu krass aus. Zu over the top sieht das für mich aus. Einfach normales Polizeiauto und dann hat sich das meiner Meinung nach. Ja, Feuerwehr ist am Start. Noch ein paar andere Fahrzeuge hier. Baustelle fehlt, glaube ich, gänzlich. City. Hier diese Stunt-Dinger. Weiß ich nicht, wie die ankommen. Ansonsten hier nochmal extra wird gezeigt, Smith Toys, ein bisschen was. Den Daily Bugle haben die da jetzt. Den habe ich heute auch im Laden gesehen, daher ist der Katalog. Und ja, was natürlich meiner Meinung nach der Burner ist, ist hier dieses Weltraumthema. Gefällt mir schon ziemlich gut. Holen werde ich es mir dennoch nicht. Also City ist halt einfach nichts für mich. Das war es auch nicht als Kind. Ansonsten die Tiere, auch coole Sache, muss man halt auf einen guten Rabatt warten und Züge, wem es gefällt halt. Ja, DC mit Batman hier, von den Neuheiten ist nichts für mich etwas und der Tumblr, den finde ich an sich auch cool, aber ich habe ja den großen. Weiter geht's mit Marvel, die Benatar, ein sehr, sehr gutes Set meiner Meinung nach. Hier dieser Angriff aufs Avengers Headquarter, ist in Ordnung. Aber teuer halt auch. Eternals ist voll an mir vorbeigegangen. Und die Mechs, die wurden ja leider verschoben. Aber Wolverine werde ich mir auf jeden Fall holen. Und Black Panther wahrscheinlich auch. Ansonsten, ab Mai gibt es neue Marvel-Sets. Scheinbar zu Thor, Love and Thunder. Marvel What If, für mich auch nicht wirklich relevant. Und ja, Spider-Man-Sets, muss ich mal noch gucken. Auf jeden Fall würde ich gerne hier Mysterio haben. Der ist cool. Jurassic Park oder World ist ganz, ganz mager. Da haben wir nur die Neuerscheinungen aus dem letzten Jahr. Und dann kommen da erst auch noch neue Sets. Da finde ich das hier ja eindeutig am besten. Wegen dem Dino. Der Rest ist so, Ninjago war nie meins. Es ist ziemlich an mir vorbeigegangen. Aber die Kinder stehen auf jeden Fall drauf und die Schlangen kommen irgendwie zurück. Keine Ahnung, was das mit der Story auf sich hat. Aber die Schlangen, da habe ich mal als Kind ein, zwei Folgen gesehen, an die kann ich mich noch erinnern. Und die fand ich eigentlich auch ganz cool. Das war aber dann auch meine einzige Begegnung mit Ninjago. Die ganzen anderen Sachen hier, die waren ja alle schon auf dem Markt. Und die Unterwassersachen, ja, kann man machen. Ich glaube, das hier ist ganz cool, wenn man das ins Wasser wirft. Und hier noch irgendwie so, keine Ahnung, sieht nach Hawaii aus für mich. So, ja. Und Speed Champions sind ja auch ab und an mal was für mich. Also zumindest diese Einzelmodelle, das hier finde ich jetzt nicht so geil. Und mit dem Dodge Chevrolet schon eher. Und die anderen Sachen hier, ja, das ist eine Überlegung wert. Ja, Harry Potter. Die Bücher habe ich kein Interesse dran. Dieser Koffer hingegen ist schon wieder eher was für mich. Je nachdem, zu welchem Preis man den bekommt. Der wird ja, glaube ich, für 60 Euro erscheinen. Ja, genau.
Und wenn ich den für 40 in dem Dreh bekomme, vielleicht auch ein paar Taler mehr, dann nehme ich den doch mal mit. Aber viele Neuheiten gibt es nicht. Außer hier, der Krankenflügel, 50 Euro, ja gut, das neue System ist meiner Meinung nach eindeutig ein Flop, weil wir haben noch das alte System. Hier ist ja sogar noch der alte Uhrenturm, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, so, und Hogsmeade ist cool, gefällt mir gut. Hier sogar auch noch was, der Astronomieturm, der alte. Und Mindstorms, habe ich noch nie selber erlebt, wäre aber auf jeden Fall mal interessant. Und weiter geht's mit Minecraft. Für mich auch nichts mehr. Manche Sets sehen ganz gut aus von den Steinen her, aber manche hier halt auch überteuert. Hier dachte ich erst, als ich nur das Bild gesehen habe, ja 90 Euro wäre auch schon ganz schön teuer, aber 90 Euro habe ich für die UVP gehalten. 120 Euro, krasse Sache. Das Schwein sieht schon ganz lustig aus. Und, oh, wir kommen schon zu Star Wars, oder habe ich jetzt hier was überblättert? Nö, Star Wars. Microfighter, neu, werde ich mir nicht holen, ist nicht interessant für mich, aber die Slave One, die muss ich mir noch holen, wobei die ja jetzt auch nicht mehr neu ist, muss ich dazu sagen, den Rest habe ich ja und das Battle Pack, dazu ist ja auch schon ein Review online, den AT-ST werde ich mir auch schnellstmöglich holen, wenn der noch ein bisschen runtergesetzt wird und ansonsten sind hier auch nur ältere Sets drin, also das Snowtrooper Battle Pack, das kann man auf jeden Fall machen. Am besten noch mit ein paar Euro Rabatt. Ansonsten Falke, klar. Yoda auch teurer geworden. Das ist eine traurige Sache. X-Wing und TIE Fighter in Ordnung. Bekommt man auch dauerhaft stark reduziert. Und hier eins der besten Sets aller Zeiten von Star Wars. Das 501. Battle Pack. Das kann man nicht oft genug haben. AAT auch sehr, sehr coole Sache. Ich habe letztens gehört, das Bad Batch Shuttle ist gar nicht in Ordnung, also das mögen die Leute, das mögen viele nicht. Ich finde es sehr gut, das Shuttle an sich selber, naja, aber die Figuren, die hauen bei mir halt einiges raus, ne? Oh, Technik. Hier dachte ich erst, ja, vielleicht geht der für einen Fuffi, Alter, 75 Euro. Ist das gerechtfertigt? Ich weiß es nicht, mal gucken. Ich glaube, ich werde es mir halt auch einfach nicht holen. Ansonsten hier noch die ganzen anderen Sachen. Das hier soll ja ganz beliebt sein, der Shopper, die Shopper. Und der Teleskoplader kommt dann im März, sieht aber auch ganz gut aus. Vor allem hier halt mit dem B-Modell. Und ach, hier die anderen Neuheiten, die habe ich auch im Laden gesehen. Die catchen mich sowas von überhaupt nicht. Höchstens noch der Ford, aber ich weiß auch nicht, warum die das in Leim gemacht haben. Also hätten sie den in Schwarz gemacht oder ja meinetwegen Orange. Ja, das würde vielleicht cool aussehen, aber so in grün, schwierig. Und ja, hier sind dann noch einige Sachen, die wir kennen. Dieses Batmobil, irrelevant, vor allem 100 Euro. Der hier ist ja leider auch teurer geworden. Ich wollte mir den eigentlich immer mal holen, mal gucken, ob ich den mal noch für 100, 110 Euro bekomme. Ansonsten wird der LKW leider auch für mich ausfallen. Hier, sehr interessant finde ich, schon wieder ein 130 Euro Modell und ähnlich wie die beiden Stunt Racer, die so in den letzten Jahren erschienen sind, ich glaube seit 2017, hier was Neues, okay, bin ich gespannt drauf, aber wird auch nur was für mich, wenn ich den für 80 Euro bekomme, also höchstens 80 Euro werde ich dafür ausgeben, ansonsten landet das Modell halt auch nicht im Warenkorb, genauso wie der Geländewagen hier, habe ich bisher auch noch nie für 80 Euro gesehen, kaufe ich mir nicht. Und ja gut, der Cat Bulldozer, den würde ich mir ja ganz gerne holen, aber da warte ich auch, also der muss unter 300 fallen, dass ich mir den hole. Und das Motorrad, ja gut, catcht mich nicht so, ich bin halt kein Motorradfahrer, hatte dafür auch noch nie ein Fable, deswegen ist es nichts für mich, aber vielleicht für Leute, die gerne Motorrad fahren. Also da muss man dann vielleicht mal gucken. Jo, Architecture hier noch zum Schluss. Die Freiheitsstatue, damit habe ich immer schon mal geliebäugelt, aber bisher noch nie gekauft. Mal gucken, ob es irgendwann was wird. Und ansonsten finde ich das hier auch auf jeden Fall in Ordnung. Singapur habe ich heute gesehen, dachte ich mir erst, wow, sieht eigentlich ganz gut aus. Aber 60 Euro, hart, harte Sache. Und ah ja, hier dann noch die 18 Plus Sachen, Ghostbusters Act One, gute Sache, kann man machen, am besten dann so für 140 Euro kaufen,
dann macht man damit nichts falsch. Den Adidas-Schuh finde ich hässlich. Bonsai-Baum habe ich ja auch. Kann man sich hinstellen. Den bekommt man auch öfters mal für 30, 35 Euro. Und ja, dann hier noch diese Gemälde. Die jucken mich nicht. Die Köpfe auch gar nichts für mich. Mag ich nicht. Der Handschuh auch nicht wirklich. Den Tumbler, den habe ich immer noch nicht aufgebaut. Also muss ich mal gucken, wann ich den aufbaue. Grundsätzlich aber kommt der erstmal in Frage, dass er doch ganz cool sein könnte. Star Wars Helme finde ich auch nicht so cool. Generell die Helme, da müsste eine Minifigur meiner Meinung nach mit dabei sein. Ansonsten ist der Scout Trooper natürlich am coolsten. Ja, und dann Skywalker Saga. Ein bisschen hier an Gutscheinspaß und das war's dann mit dem Katalog. So viel dann auch von meiner Seite aus. Teil gerne mit, wie du den Katalog findest. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ciao!